Die SPD ist Deutschlands sogenannte soziale Arbeiterpartei. Doch zuletzt war in deren Politik auch viel Unsoziales mit dabei. Man hatte stets als Partei der Arbeiter und der breiten Bürgerschicht fungiert. Jetzt sieht man, wie sie zur Partei des öffentlichen Dienstes und der Akademiker mutiert. Die Pläne vom geeinten Europa werden schon lange nicht mehr weitergedacht. Dabei wäre doch genau das in Zeiten von Globalisierung angebracht. Aus Mangel an fachlich starkem Führungspersonal fiel auf Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten die Wahl. Als Finanzminister diente er Deutschland die letzten 4 Jahre. Nervenauftreibend der Posten, doch er hatte schon vorher keine Haare. Die Cum-Ex-Geschäfte in seiner Amtszeit waren leider nicht so legal. Da das System aber eh keiner verstand, war das den Wählern schlichtweg egal. Den Warburg-Betrug ließ er Deutschland Millionen kosten. Belohnt wurde er dann folgerichtig mit dem Kanzlerposten. Komischerweise kam den Jusos Scholz gelegen daher, denn für ihn als Kanzler wurde Kühnert Generalsekretär. Ein linker Denker ohne berufliche Erfahrung mit einem der höchsten Parteiposten, anscheinend eine gute Paarung. Sozialistisch-kommunistisch und schwul noch dazu, wäre er jetzt noch fett und bei den Grünen wäre er Bundesvorstand im Nu. Doch passt auf, machst du bei der SPD einmal Scheiße, wird es um dich in Windeseile ganz schön leise. So passierte es Schulz, dem ehemaligen Kanzlerkandidat. Heute steht er vorm Arbeitsamt und fürs Dschungelcamp parat. Dein Erfolg in der SPD wird seit jeher gemessen, mit wie vielen Oligarchen man schon hat gegessen. Gute Ideen, doch leider oft mangelhaft umgesetzt. Das hat das Vertrauen in die Sozialdemokratie verletzt. Nach dem Alpha-Tier Schröder und 16 Jahren CDU traute man dann doch nochmal der SPD die Führung zu. Mit Brandt und Schmidt gab es in der Vergangenheit doch gute Referenzen. Konnten die doch mit beachtlichen Reformen und Krisenmanagement glänzen. Mal schauen, wie die Ampel unter Scholz das Land in Zukunft führt. Ich hoffe, die Drogenpolitik und der Mindestlohn bleiben nicht unberührt. Egal was passiert, Chancen auf Wiederwahl gibt es sicher, das könnt ihr mir glauben. Denn bei der Konkurrenz kann man sich da wirklich alles erlauben.